herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und heute muss ich mal hier noch die restlichen Abschnitte verladen. Davon werde ich auf jeden Fall, denke ich, noch welche ins Kartonwerk einfüllen. Und vielleicht... Achso, warte mal, ich wollte Jürgen anrufen. Oh, da ist er ja. Hi. Moin. Die Blaubeeren haben bei mir mal wieder Kartons gekauft. Ja. Die haben gemeint, sie würden dich gerne mit dem Transport beauftragen. Okay. Ich hab gesagt, ich fahre jetzt sowieso zu dir, ich kann das auch kurz klären. Jo, nur Kartons? Jo, 10 Stück. Okay, fährst du noch rüber? Worüber? Zur Kartonfabrik. Dann würde ich dann mitkommen. Ja, und wie fährst du die dann von da weg? Mit dem Anhänger mit. Ach so, kannst du rüber, das Tor ist offen. Also, gut. Haben einen Vertrag dabei. Das ist Subi. Hast du auch Geld dabei? Nö. Schade, uns jetzt bezahlen können. das Problem ist, ich muss gerade viel, noch ein paar offene Rechnungen. Ah, warte mal. Hat er mir gesagt, was er will? 10.000. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Okay, mache ich nachher. Egal. Alle wollen sie Geld von mir, weißt du? Das ist ein bisschen doof. Jo. Ich muss erst Zeug verkaufen, gell? Ja, dann, Hast du schon Datum eingetragen? Wie? Datum? Na, auf dem Kaufvertrag gehört auch ein Datum. Nee. Ja, das ist perfekt. Ist gut, dann musst du hab nicht... Hab ich eine Lücke gelassen. Ich hab ein paar ausgedruckt in der Hülle. Schreib schon mal Datum rein, Unterschrift drauf und alles. Und ja, Datum lass du mal weg, weil dann können wir das auch irgendwann nochmal die Tage... Gut. Wir werden wahrscheinlich eher nächste Woche anfangen oder so. Mhm. Oder wenn du Zeit hast, dann könntest auch mir die Sachen verkaufen fahren. Ja, du, ey, ich habe so viel zu tun. Nee, keine Ahnung. Ich fahre jetzt die Hackschnitzel noch weg und dann... Ich fahre jetzt noch die Hackschnitzel weg und dann würde ich... Ja. Mhm. Ich glaube, du hast was anderes zu tun. Nee. Doch, ich glaube schon. Nee. Doch, ich glaube schon. Noch Kartons fahren. Ist ja schnell erledigt. Nee, was anderes. Guckst du dann mal. Und dann fahre ich das Zeug verkaufen. Wobei der Preis gerade auch sinkt, ey. Das ist auch blöd. Zum Aldi, vor allem die nächste Strecke, ey. Okay. Gucken wir mal. Okay. Ich einen Vertrag ins Büro. Wenn ich Kohle habe, komme ich vorbei, dann unterschreibe ich. Ja. Ja? Was soll ich denn zu tun haben, hä? Guck mal aufs GPS. GPS? Achtung! Ah, gut, danke. Tschö. Franz. Ja. Wir brauchen Geld. Ja. Ja, und das der Gerstepreis sinkt gerade, ey. Ja.
Ich verkaufe jetzt noch schnell die. Ich verticke jetzt. Ich verschiebe jetzt noch kurz die Hackschnitzel. Und dann gucke ich mal. Aber Soja steigt. Also das kann auch, ist auch schon mal gut. Ja. Ja. Wir haben ja noch einen Anhänger auf dem Hof stehen mit 40.000 Liter Ladevolumen, gell? Da sind die Bordwände mitgeliefert worden. Kann sein, ja. Ja, der Plattformanhänger. Ja. Weiß gar nicht, weshalb ich den überhaupt gekauft habe, weißt du das? Ach, wegen den Ballen, gell? Ja. Ja. Und für Paletten. Aber es kommt auch Geld wieder rein. Die Blaubeeren haben uns 10 Paletten Karton abgekauft. Ah, gut. Ja, warte mal. 10. 16.000. Ja, die muss ich gleich nochmal anrufen. Okay, gut. Bis später mal. Tschüss. Tschüss. Hier am Blaubeer. Ja, Herr Blaubeer, ich habe jetzt den Herrn Raysex beauftragt, die Kartons zu liefern. Ja. Weiß nur nicht, ob er das jetzt heute Abend macht, weil der ist ad hoc losgegangen. Kein Problem, kommt jetzt auf den Tag nicht an. Die Poli ist voll, deswegen wird es mir jetzt auf Vorrat gelegt. Ah ja, okay. Aber Volker, ich würde gerne dann schon die 16.000 überweisen. 16.000 ist netto, gell? Genau, dann kommen noch 10% Steuern zu, wären wir bei 17.6, richtig? Ja, das passt so. Das auf den Gewinn. Sofort. Den Gewinn, den verzichte ich dieses Mal. Ach so, ja. Nee, das passt, das passt. Alles gut. Okay. 17.6. Dann machen wir das alles sofort, gut. Dann ist das weg. Ja, das freut mich, weil ich muss. Oh Gott. Ich brauche Geld. So. Muss Rechnungen überweisen. Danke dir. Gerne. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ciao. Ach so, ne, warte, der Händler kriegt ja noch Geld. Ja, bitte. Ja, Volker Varuna hier, hallo. Guten Tag. Wie viel war jetzt nochmal die die Rechnung? Hab's leider vergessen. 49.300 brutto. Ja. Davon sind 4.100 Steuern und 4.100 Euro Marge, also 8.200 Euro. 8,2 an uns, genau. Gut, Moment, weise ich gleich an, weil ich habe es jetzt total vergessen. Die Rechnung müssten Sie auch bekommen haben. Überweisen. Jo, das passt schon. Ich hab, bin nur Geld die, ist eingegangen. Bin nur den ganzen Tag schon unterwegs. Ich habe vorhin nicht richtig zugehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Problem. Gut, danke Ihnen. Schön, bis wieder. Zum nächsten Mal. Tschüss. So, gut. Das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Es kam Geld rein, es ging Geld raus. Das ist okay. Das ist okay. So, den letzten Rest Hackschnitzel noch und dann sind wir durch. Oh, ich glaube, der Jürgen hat den Dinger hier auch geputzt. Das ist immer schön. Das freut mich. So, gut, dann schwingen wir uns wieder in dieses Teil hier. Und dann geht's los. So, ich bin gerade überlegen, ob jetzt unten im Sägewerk, ob da jetzt noch was drin war. Oder nicht, was jetzt Hackschnitzel angeht.
Müssen wir mal gucken. Ich glaube. Ja, es ist halt doof mit dem Anhänger hier, ne? Es ist halt so. Ich hoffe mal, dass da noch was drin ist, weil sonst haben wir nachher ein Problem. Ich sag's mal so. Weil es bringt jetzt eigentlich nichts, wenn ich die Kartons, die Hackschnitzel hier runterfahre. Und dann gehen sie nicht rein. Volker? Ja? Okay, du hast den Funk eingeschaltet. Jetzt habe ich es vergessen. Das ist nicht gut. Haben wir unten, weißt du, ob die in dem Annaburger noch Hackschnitzel drin sind? Ja, ein paar. Okay. Weil vor der Nacht sollten wir auffüllen. Ah ne, wobei, das bringt uns jetzt hier sowieso nichts. Doch, warte. Ich habe nämlich, habe ich gesagt, gell, dass ich Paletten verkauft habe. Karton. Ja. Dann mache ich hier mal gerade Platz. Die sollte Jürgen nämlich liefern. Dass wir hier neue Paletten rauskriegen aus dem Werk. Dann können wir nämlich über Nacht produzieren. Frage, wo ich die hinstelle, ey. Kein Platz. Wie läuft's mit der Aussaat? Bisschen langsam manchmal, gell? Langweilig. Ja. Das glaubst aber. Ja, die Hackschnitzel habe ich jetzt alle weg von Jürgen. Okay, gut. Konzentrieren. Ja. Die hat sich so hingelegt, wie sie sollte. Also ich mache das Ganze jetzt halt einfach darum, dass die Produktion heute Nacht laufen kann. Also wenn wir schlafen. Sonst würde die nicht produzieren. Und das wäre nicht so toll. Deshalb gucke ich jetzt das hier, dass wir die dann noch ein bisschen Karton aus der Produktion rauskriegen. Dass das passt.
Muss nicht runterfallen jetzt. Ja, das war ja wieder so klar. Kaum gesagt, fällt's runter. Schmeiß die jetzt einfach mal dahin, dann bin ich ein bisschen schneller. Vielleicht kriege ich das so trotzdem ganz ordentlich hin. Aber in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, Like, Abo, Kommentar nicht vergessen. Und bis morgen. Tschüss.